Akarita Kukkutasana ist die Pose des gekleideten Vs, mit anderen Worten, die Pose des ratschlagenden Vs. Felix zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann der Fersensitz sein, die Knie etwas auseinander. Dann gibt die Hände auf den Boden und gibt die Ellbogen in den Bauch hinein, ähnlich wie im normalen V. Du hast aber die Knie auseinander und dann kannst du den Kopf heben und die Beine heben, die Knie gestreckt wäre der normale V. Wenn du aber die Knie beugst und dann die Füße nach oben gibst, dann bist du in der Stellung des ratschlagenden Vs. Du magst dich jetzt wundern, warum Kukkutasana plötzlich der Pfau ist, denn eigentlich ist Mayurasana der Pfau. Aber Kukkutasana heißt eigentlich der Hahn, aber es ist auch die Bezeichnung des Pfauenhahns. Und Akarita, gekleideten Pfaus oder gekleideten Pfauenhahns und damit der ratschlagende Pfau, der eben wie ein Hahn andere beeindrucken will. Akarita Kukkutasana ist natürlich leichter, länger zu halten als die Grundstellung des Pfaus und Felix hält ihn schon sehr lange. Es gibt wenige Menschen, die den Pfau so lange halten können. Jede Variation des Pfaus ist sehr gut für die Bauchorgane, sehr gut auch für das innere Prana, aktiviert Agni und verbrennt innere Unreinheiten. Wenn du deine Verdauungskraft stärken willst, dann übe Mayurasana regelmäßig. Und wenn du den Pfau mit geraden Beinen nicht so üben kannst, dann kannst du entweder den Akarita Kukkutasana oder Akarita Mayurasana üben oder auch Mayuri Asana, die Stellung der Pfauenhenne, die nochmals einfacher ist.